Und ich muss sagen, wir vom wissenschaftlichen Beirat, natürlich auch für Geschäftsstelle, wir schätzen das unheimlich, dass ihr die Arbeit macht. Das möchte ich vorausschicken. Dann habe ich einen zweiten Punkt. Es ist für mich ein bisschen komisch, um hier zu Bonaduc zu reden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Aufgewachsen bin ich gerade nebenan zu Reichenau. Also ich kenne das Gebiet wie meine Hosensacke und jetzt plötzlich komme ich da zurück daher. Das ist, ja, ist lustig. Jetzt werde ich aber auf meinen Vortrag kommen und ich habe den ein bisschen gegliedert. Ich werde anfangen mit der Tiefenstruktur, wie das im Untergrund etwa aussieht. Und dann werde ich ein paar Worte sagen zur klaren Hauptüberschiebung. Ich weiss, die haben ihr alle schon 70 Mal angeschaut und. Aber ich möchte heute so ein paar wichtige Punkte, was von der Wissenschaft her neu und wichtig ist, die zusammenhängen, probieren zu zeigen. Und dann habe ich das Kapitel Aktuogeologie, also das ist Geologie der Gegenwart, was läuft im Moment. Und wir haben nicht gerade so große Erdbeben wie in Nepal, aber wir haben auch Bewegungen, die jetzt gehen. Und das ist sehr spektakulär. Und dann möchte ich ein bisschen etwas über Landschaften sagen. Landschaften, geologische Landschaften sind ja sehr eng gebunden an den Felsuntergrund, die Art Zusammensetzung der Gestein. Und möchte ich da ein paar Rosinen rauspicken aus dem. Und dann wird es dann richtig kriminell, dann möchte ich ein bisschen etwas über Bergstürze erzählen. Und zwar, wir haben ja da zwei ganz in der Nähe. Und vor allem auch die Folgeerscheinungen der Bergstürze, die gerade so schlimm gewesen sind, wie eigentlich die eigentlichen Bergstürze. Das ist ja so, wie ich vorgehen möchte. Also zuerst, die Tiefenstruktur haben wir erkundet vor einiger Zeit im Rahmen eines nationalen Forschungsprogramms Tiefenstruktur der Alpen. Und was wir da machen und gemacht haben in dieser seismischen Erkundung ist, dass wir künstlich Erdbeben ausgelöst haben. Und zwar entweder mit einer Sprengung, links dort ein Laster, wo eine Sprengung, Bohrung gemacht im Val Madris hin, oder rechts die Vibratoren, die sich hier 15 Tonnen auf die Platten aufbocken. Und es sind 5 von diesen Vibratoren und dann schwingen die zusammen im Takt. Und die Wellen gehen nachher in den Untergrund runter, von dem Schusspunkt oder von dem Vibrator, werden reflektiert an der Gesteinsgrenze im Untergrund und kommen rauf. Und dann hat das Geophon, wo man auslegen tut an der Oberfläche für das Projekt, ist die Linie vom Geophon ist etwa 20 Kilometer gewesen. Und wir sind für das Gebiet hier, haben wir eine Linie gehabt, die in Wildhaus angefangen hat, Simibach, dann nachher hinter Altendorf durch, das Sargans, auf Fettis rauf, über den Gunkelspass und dann nachher da hinten, auf der anderen Seite vom Rhein am Polenweg, hinten durch die Viamala und dann nachher bis hinten ins Val Madris. So sehen die Geophone aus, das sind ganz kleine Dinger, Stachel, und den steckt man einfach in den Boden rein und dann sind die mit Kabel verbunden. An jedem Ort hat es etwa 8 von diesen Geophonen und die sind alle 80 Meter. Das sind tausende von Geophonen, die gleichzeitig losen tun, auf die Echo, die unten raufkommen, und dann muss man das verarbeiten. Das ist eine ziemlich komplizierte Sache, ich will euch nicht langweilen damit. Aber ein Beispiel, ein Dynamitschuss in der Minz, in einem Sumpf drin, wo die Energie gut reingeht, sind 50 Kilo Dynamit in etwa so 50 bis 70 Meter Tiefe in Löcher drin verteilt, schiesst man und schaut und lost. Wir sehen hier, das ist das Echolot, das unten raufkommt. In der Vertikale ist Zeit. Wir haben gelost bis etwa 20 Sekunden, also von 0 auf 20 Sekunden. Und dann seht ihr hier auf dem Niveau da haben wir einen Haufen Reflexionen, die zurück raufkommen. Und das ist eine wichtige Grenzschicht in den Alpen, die man braucht, in jedem Gebirge, um es zu verstehen, das ist die sogenannte Moho. Das ist die Grenze zwischen der Erdkruste und dem Erdmantel. Und die ist in der Milz ist die auf einer Tiefe von etwa knapp 40 Kilometer. Also da haben wir weit oben runtergelost. Dann mit den Vibratoren haben wir ein bisschen weniger tiefe Echo angeschaut. Das ist von Simibach bis Atzmoos. Eine Ausspielung vom Profil und ihr seht, dass hier auf 3 Sekunden Tiefe, das sind etwa 10 Kilometer, hat es hier so einen Reflexionshorizont,
die haben wir hier mit C angeschrieben. Das C ist ein ganz wichtiger Horizont, das ist nämlich die Grenze zwischen dem Kristallingestein im Untergrund und den Sediment, die drüber sind. Wir haben vorher den Röthi-Dolomit gehört. Der Röthi-Dolomit ist genau der, der verantwortlich ist für das scharfe Band, das hier mit C bezeichnet, da unten raufkommt. Und dann haben wir klar eine Hauptüberschiebung in dem Bereich, das ist das B, da hat es auch so einen Horizont, der durchzieht. Und dann haben wir noch die Zentis-Überschiebung, noch weiter da oben, das ist das A, das wir dort oben haben. Also, wenn das Echo raufkommt, ist nichts angeschrieben. Wir müssen nachher probieren zum Ausfindig machen, was es ist. Das ist die ganze Linie nachher, wo wir Roter Brunnen, Tausis, aber bis die Alp Soberana sind. Und dann seht ihr hier im südlichen Teil, im Beninikum, wie wir sagen, da haben wir mehrere Echo, die in Tiefen runtergehen, 5 oder sogar 10 Kilometer Tiefe. Da, wo wir vorher gewesen sind, ist es weniger tief. Da unten ist einfach, ich sage dem, eine Elefantenhaut. Man sieht nichts, ist einfach grau. Aber so, die seismische Erkundung haben wir nachher dann umgesetzt. Und jetzt zeige ich euch die Interpretation. Das ist nur der nördliche Teil. Das ist ein Profil, das ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Da geht also der Röthi-Dolomit, das ist das gelbe Band, zieht hier rein und steigt nachher treppenartig ab, rauf, bis gegen Fettis, wo es relativ untief ist. Das Profil geht nicht durch Fettis, das geht durch den Rindelspitz, darum ist das Kristallin da in der Tiefe drinnen. Aber das ist, Fettis wäre gerade an dem Ort da. Also unter dem Röthi-Dolomit rot, die Kristallingesteine mit den Gneis und Granit und drüber das Sediment. Und die Sediment sind da ziemlich stark gefaltet. Wir haben da noch Detailuntersuchungen gemacht, sodass dass das so nicht alles ganz erstunken und erlogen ist, also als hätte so eine Struktur drin. Und dann klar eine Hauptüberschiebung da mit dem Verrucano in Brun, wo da über rein zieht. Und dann nachher, was wir da am Ganzen haben, die Quinterkalkschuppen, wo das ist in hellblau, die sind mehrfach gefaltet und aufeinander aufgeschoben worden. Und oben am Alphier haben wir Kreidekalk, wo führt zu euch, wo bis an der Sand ist. Da seht ihr also, dass wir da die Struktur, die wir eigentlich schon gut kennt haben von der geologischen Untersuchung an der Oberfläche, wesentlich vertiefen haben können mit den seismischen Untersuchungen. Jetzt hat man aber noch weitergemacht in der Forschung. Man nimmt auch die Erdbeben. Die natürlichen Erdbeben, die sind günstig, für die muss man nicht zahlen. Man muss nur bereit sein, dass man los tut. Und so seismische Stationen hat man einen Haufen mittlerweile, wo man permanent lost und registriert. Das ist auch international kooperiert. Und mit dem kann man nachher noch weiter runtergehen. Nämlich, wenn man die Alpenentstehung anschaut, es ist nicht nur die Erdkruste vom Nordkontinent Europa und von Adria im Süden, die kollidiert sind miteinander, sondern es ist die ganze Platte. In der Plattentektonik reden wir von der Lithosphäre. Und die Lithosphäre im Fall von den Alpen bei uns ist etwa 100 Kilometer dick. Kruste ist nur etwa 30. Und die 100 Kilometer Grenzen, oder, die haben wir da unten. Und das hat eine spezielle Geschwindigkeit von der seismischen Welle, und das kann man mit den Erdbebenwellen kann man ausfindig machen, wo da die Geschwindigkeit im Untergrund und der Geschwindigkeitsunterschied im Untergrund sind, sodass man die Lithosphärenplatte hier zeigen kann. Da sehen wir, dass die europäische Platte, die taucht hier runter und wir können sie runterziehen bis auf 200 Kilometer. Und im Süden haben wir die Adriatische Platte, die quasi auf die Ufer und an die hergeschoben ist. Und da oben eine gewaltige Knautschzone, wo Kruste von der Adriatischen Platte hier noch in Europa hineingedrängt ist und hat uns hier das Gebirge aufgestapelt in den Alpen. Jetzt, wenn man das genau anschaut, so ist eigentlich das Stück, das hier runterhängt, ist viel zu kurz. Denn wenn wir alle die Krustenteile, die wir hier oben haben, zusammenzählen, dann gehen die viel weiter runter, als wir das hier sehen. Ein Stück ist abgebrochen. Und ich zeige euch das Profil durch die Westalpen, also durch den Mont Blanc durch, bei Genf vorbei, etwa. Dort sehen wir, dass unten dran so ein Stück abgebrochen ist von der europäischen Platte und da in der Tiefe verschwunden ist. Da vermuten wir das ebenfalls. Also ihr seht, die Struktur in der Tiefe ist verrückt. Und jetzt, wenn wir schauen, oder, was eigentlich der Motor ist von den Deformationen, die wir haben, so sind eigentlich
die Stücke da, wo so starr sind, die sind viel wichtiger, als was wir noch an der Oberfläche oben sehen. Also die Hauptgarner, Hauptüberschiebung in dem Bild kratzt nur ein bisschen an der Oberfläche. Sie ist trotzdem spektakulär und hilft uns, einen Haufen zu sehen. Ja, dann schauen wir die Garner Hauptüberschiebung gerade an. Unsere magische Linie oder Militärstrasse, also der Hüttenwart von der Senjeshütte früher, wo ich dort oben zuerst mal geschafft habe, hat gesagt, oh, ist gut, dass mal ein Geolog kommt. Kannst du mir sagen, was das ist, da, der komische Strich da oben? Ich weiß es nicht, und die Touristen fragen mich immer. Und ich sage ihnen, das ist eine Militärstrasse. Und die Schweizer haben ihn glaubt. Was da interessant ist am Ringel, unter der Hauptüberschiebung im Fleisch drin, hat es da Verfärbungen. Im gleichen Gestein Verfärbungen. Und das ist für mich ein Anzeichen, dass im Gestein drin fluid aktiv gewesen sind. Also heiße Wässer, wenn ihr so wollt. 12 Kilometer Tiefe sind die ziemlich heiß gewesen. Die Fluid, die da zirkuliert haben und im Fleisch derartige Verfärbungen gemacht haben. Wir haben es bis heute noch nicht genau angeschaut, was für Verfärbungen es sein könnte. Also was der Grund ist dafür. Ich möchte etwas über die dreidimensionale Form der Glarner Hauptüberschiebung sagen. Ich habe hier drei schematische Profile. Am Flimserstein links ist Süden, das E da ist nur die Abbildung Nummer E. Also Süden links, der Verrucano vom Flimserstein, und der hockt hier in grün auf Kreidekalk drauf. Am Hausstock ist die Überschiebung horizontal und der Verrucano sitzt hier auf Fleisch. Und am Pizol im Norden taucht die Hauptüberschiebung nach Norden ab und da unten liegt Sardonenfleisch, also eine andere Einheit. Wir haben an verschiedenen Orten verschiedene Einheiten, die da unten drin sind. Und diese Form, wenn ich ein bisschen anschauen, das ist eben das, was schön ist an der Glarner Hauptüberschiebung, dass wir die dreidimensionale Form sehr gut eruieren können. Das hier oben, das Blockdiagramm, ist rein topografisch. Wir sehen die Überschiebung im Norden, wo sie zum Boden rauskommt. Wir sehen, dass sie im Süden in der Tiefe verschwindet und dass sie da in der Mitte, in den Bergen drin, subhorizontal liegt und da nach Norden runtergeht. Wenn wir die Form versuchen zu zeichnen, so sehen wir, dass die Hauptüberschiebung ein Gewölbe macht im Süden und eine leichte Mulde im Norden, bevor sie nachher da vorne raufkommt. Und wenn wir jetzt da noch Geologie rein tun, dann sehen wir, dass die Form eigentlich ein bisschen ein Abbild ist von der Form vom Kristallin unten. Das Kristallin mit dem autochthonen Sediment, die tauchen da nach Süden ab und dann steigt es gegen Fettis an und macht so eine Kulmination. Wir nennen den Gebirgsklotz aus Kristallin, bezeichnen wir als A-Massiv. Und das A-Massiv hat auch dort so eine Domform, wo oben eine kleine Hauptüberschiebung so eine Form hat. Darf ich da schnell? Ja. Einhaken. So ein Modell könnt ihr sehr schön im ZELM, im Besucherzentrum, sehen. Das haben wir zusammen mit der Swiss-Topo realisieren können. Und dort sieht man genau die 3D. Also in drei Dimensionen mit, genau. Mit einer schönen durchsichtigen Platte, die das zeigt. Ja. Ich habe diese Form auch auf eine Karte gebracht. Geologen arbeiten immer mit Karten. Das ist eigentlich etwas wie eine Landkarte. Ich habe hier die Höhenlinie von der Hauptüberschiebung eingezeichnet. Das sind nicht Höhenlinien auf einer topografischen Karte. Und dann seht ihr also vorne St. Gallen, der Zürichsee, der Wallensee und eben hier bei dem Plus ist Fettis. Und in Fettis ist die Hauptüberschiebung auf 3000 Meter, im Ringel etwa. Und dann taucht sie ab gegen Norden und am Wallensee macht sie eine Mulde. Dort ist sie etwa 1000 Meter unter Meer. Und die Mulde, wenn wir die verfolgen nach Osten in den Vorarlberg hinein, dann wird die noch viel tiefer, dann wird sie etwa 4000 Meter unter Meer, nördlich von Vaduz. Und auch wenn wir sie in Zentralschweiz verfolgen, am Vierwaldstättersee, ist sie auch auf minus 2000 Meter. Und das Plus da bei Fettis, das erstreckt sich weiter gegen Westen und im Bereich vom Titlis und weiter hinten im Berner Oberland, dort ist die Hauptüberschiebung auf mehr als 5000 Meter über Meer. Also wir haben ein Relief von 5000 plus auf 2000 minus, das sind 7 Kilometer, ist der Reliefunterschied vom Gewölbe und von der Mulde. Und bei Fettis eben von plus 3 auf etwa minus
minus 1 ist ein bisschen geringer. Aber trotzdem, die Form ist sehr regelmäßig und trotzdem natürlich nicht regelmäßig. Oder? Das Gewölbe, das wir hier haben, das verschwindet da und geht da in, nach Österreich, zieht es irgendwas wie rein, aber es wird abgelenkt. Und auch die Mulde hier, die geht durch, aber sie schlängelt sich ein bisschen durch das Gebirge durch. Jetzt möchte ich etwas sagen, klar, eine Hauptüberschiebung, ich habe jetzt dir das Gewölbe gezeigt, aber wo sie aktiv war, ist die Überschiebung bergauf gegangen. Das ist ganz wichtig und das ist auch der Grund, warum die für uns so gut ist. Wenn sie bergauf geht, wie ich es hier gezeichnet habe, dann ist sie eben hier im Süden, ist die Überschiebung in grosser Tiefe gewesen, also 12 Kilometer rund unter der damaligen Erdoberfläche, 12 Kilometer mal 30 Grad, oder gesehen, da war es ziemlich warm gewesen, da unten. Und danach ist das aufgestiegen und vorne, vor dem Sentis, irgendwo, ist die Überschiebung dann ausgebissen an der Erdoberfläche. Und später, wir sehen jetzt das Flims, sehen wir eben den Teil, der da unten ist, und im Glarnerland sehen wir den Teil da, und am Sentis vorne können wir sehen, was da ganz oben passiert ist. Also wir können an der gleichen Hauptüberschiebung, wenn wir von Norden nach Süden gehen, sehr unterschiedliche Tiefen in der damaligen Erdkruste studieren. Das ist das Einmalige an der Hauptüberschiebung. Aber es gibt noch mehr. Ich habe jetzt hier ganz einfach das Haarmassiv gezeichnet und die mesozoische Kalk, also Jura-Kreidekalk und Fleisch und Molasse, ganz, ganz einfach. Was interessant ist, dass an den verschiedenen Orten, in diesen Vierecken, andere Prozesse stattgefunden haben. Da im Süden, wo der Verrucano auf die mesozoische Kalk überschoben ist, da sind die mesozoischen Kalk mit der Überschiebung mitgeschleppt worden. Es hat eine Schärung gegeben und hat die Kalk zerschert. Das ist also eine Schärung. Dann hat es an einem Teilort sogar also abgerissene Linsen, dass ganze Kalkscherben nach Norden gezogen sind. Zum Beispiel an den Dschingelhörner. Sagen wir nicht an den Dschingelhörner, der Verrucano liegt auf Fleisch. Stimmt nicht. Die Felswand vom Martinsloch, das sind mesozoische Kalk. Der Fleisch ist erst unten im Gröll. Das ist ein Fehler, den viele schon gemacht haben, Geologen gemacht haben, und weil sie es nicht angeschaut haben richtig. Also der Dschingelhörner wäre also die Situation, unten dran der Fleisch und dann der mitgerissene Kalkschuppen. Und ganz zuoberst liegt der Lochseitenkalk. Das ist dort am eigentlichen Kontakt, ist durch die Bewegung, die 30 Kilometer, 40 Kilometer Überschiebung, hat der Kalk richtig abgehobelt und verschert und deformiert. Und dann haben wir vorne an der Lochseite einen Kalk, der jetzt so dunkelblau zeigt, Lochseitenkalk, der direkt auf dem Fleisch liegt. Und wie der Josef Mullis, der hier bei uns auch sitzt, hat können vermuten, ist es möglich, dass das Methan, das Gas, das im Fleisch drin eigentlich eingebettet worden ist, mit der Sedimentation, dass das Gas beim Entweichen oxidiert wird, CO2, und Bicarbonat gegeben hat und dann entsprechend abtempiert durch den Verrucano oben am Kontakt Calciumcarbonat, also Kalk, ausgefällt worden ist. Also dort ist unter Umständen nicht der Kalk einfach mitgeschleppt worden, sondern er ist effektiv an Ort und Stelle durch die Fluid ausgefällt worden. Selbstverständlich ist der Kalk nicht einfach so dort geblieben, sondern mit der Überschiebung ist der auch noch stark deformiert worden. Zeigen euch das nachher. Da vorne, vor dem Sentis, wenn wir dort schauen gehen, Dunkelberndli, das ist gerade Sentis-Gipfel, aber ins Mittelland aber geht, hat eine Stelle, wo man den Kontakt greifen kann. Das ist ein Gemisch von Fleischsandstein und Kalkfetzen, die durcheinander sind und eine ganz wirre Struktur zeigen, wie ich es hier versucht habe, darzustellen. Also hier haben wir einen Gesteissbrei, ein Melange, ein Gemisch. Das ist Kaltdeformation, die Gesteine sind zerbrochen, es hat Stückchen abgerissen und die Stückchen hier miteinander vermischt, aber alles in einem spröden Verhalten, weil eben die Temperatur dort viel kleiner war, weniger als 100 Grad. Also das ist das Schöne, was wir an der Hauptüberschiebung studieren können. Der Lochseitenkalk, also das ist das Beispiel am Vorstock. Da ist ein mitgerissenes Paket
und der Lochseitenkalk ist nur der oberste Meter. Und das dünnt dann aus und an dieser Stelle, wenn man raufgeht, dann hat es sogar drei Lochseitenkalk übereinander. Warum? Die Überschiebung hat zuerst ein bisschen eine unebene Oberfläche gehabt. Und dort, wo es einen Buckel gehabt hat, hat der Verrucano, der überschoben hat, den Buckel abrasiert. Aber der Buckel hat schon Lochseitenkalk gehabt und dann hat es nachher unten dran, nach dem Abrasieren, einen neuen Lochseitenkalk gebildet, sodass wir dort sogar drei Lochseitenkalk übereinander haben. Also Verrucano, Lochseitenkalk, dreimal in einer Distanz von etwa vertikal über 10 Meter. Da, das ist das Bild, wenn man auf den Senjespass raufläuft und zum Atlas durchschaut. Da seht ihr ein Kalkband. F steht für Fleisch. Das ist ein Kalkband von Kreidekalk. Das ist etwa zwischen 10 und 20 Meter dick. Und nur der alleroberste Meter ist richtig ausgewalzt zu einem Lochseitenkalk. Das war also auch so ein mitgeschlepptes Paket, das vom Flimserstein von Gassons her abgerupft ist und nach Norden transportiert worden ist. Das ist auf der anderen Seite über dem Grauwerk. Einer der schönsten Aufschlüsse. Man muss ein bisschen Geduld haben bei dem, weil der Schnee liegt da wahnsinnig lang. Sonst ist da einfach immer Schnee. Da liegt jetzt der Verrucano direkt auf der Kreidekalk von unten dran. Da hat es kein Fleisch, der Fleisch ist weiter im Norden. Und der Kalk, der Meter, den man hier sieht, der ist jetzt richtig deformiert worden und ist zu einem Lochseitenkalk geworden. Wie sieht der im Detail aus? Wir haben hier ein Bild, das ist von Gassons, der Lochseitenkalk mit dieser Laminierung. Das ist ein Bild von der Lochseite selber, hat auch eine Laminierung drin, aber ist hier ziemlich verwurstelt. Schauen wir zuerst das hier an. Der ist übrigens auch lokal verfaltet, die haben hier einen einfachen Stell fotografiert. Was seht ihr? Ihr seht grauen Kalk und dann helle Adern oder Zonen, die da drin sind, Lamellen, die drin sind und ganz dunkle. Was sind die hellen Lamellen? Das sind ehemalige Kalzitadern. Das Gestein ist bei der Deformation zerbrochen und wenn das Gestein zerbricht, gibt es immer Öffnungen und in diesen Öffnungen wird sofort ausgeschieden, Calciumcarbonat in dem Fall hier, weil das die Fluid in der Umgebung von einem Kalk sind mit Kalk gesättigt und der fällt dann eben in diesen Spalten drinnen aus. Und danach sind aber die Adern nicht einfach dort bleiben als Adern, sondern die werden auch wieder deformiert und nachher bricht es noch einmal und es gibt also so viele Generationen von Bruchstellen und von Adern, die sich bilden und das Ganze nachher bei den hohen Temperaturen wird auch noch einmal duktil, also wie ein Teig, verfaltet. Die Adern, das Zerbrechen, ist denkbar, dass das mit Erdbeben passiert. Also es gibt eine Erklärung, dass man die Adern oder die Laminierungen so erklärt, dass man da viele Erdbeben hatten, die an der Hauptüberschiebung passiert sind. Und jedes Mal, wenn ein Erdbeben war, hat es einen Ruck gegeben. Sie ist wieder einen halben Meter gegangen und es hat einen Spalt gegeben, der gefüllt worden ist. Und danach hat es weiter. Und nach einer Weile ist das nächste Erdbeben gekommen. Und so viele Generationen von Adern respektive von Erdbeben. An der Lochseite selber, also oben, das ist Verrucano, das ist Lochseitenkalk, das ist Lochseitenkalk und das ist Fleisch. Und da die berühmte Spur, die in der Mitte drinnen ist, das ist wahrscheinlich so der letzte Ruck, der die Hauptüberschiebung gegeben hat. Wir können den an sehr vielen Orten beobachten, die Nahtstelle, aber die Hauptüberschiebung ist nicht nur die Nahtstelle, das ist einfach der, auf Englisch sagt man, der Grinding Stop, also das quasi das letzte Mal, wo sie aktiv war und noch ein bisschen geschoben hat und dann ist nachher nichts mehr passiert, im Sinn von größerer Überschiebung. Aber die Adern hier, die da drin sind, jetzt ein ganzer Haufen, die sind verfaltet wie wahnsinnig. Der Albert Heim hat dem eine Knetstruktur gesagt, wie man einen Teig kneten tut. Aber der Teig war nicht immer Teig, sondern es hat Adern drin. Das heisst, Teile vom Teig sind auch einmal verbrochen und danach hat es sich wieder falten können. Jetzt habe ich die dreidimensionale Form gezeigt von der Hauptüberschiebung, jetzt zeige ich auch die vom Armmassiv.
Also ich nehme den Kontakt zwischen dem Kristallin, der hier am Bodensee auf 3000 Meter unter Meer ist. Halt in Tiefe, beim Wallensee ist es etwa 7000 Meter unter Meer und dann steigt es an auf Fettis und ist dort etwa auf 1000 plus und im Berner Oberland ist es auf 5000 plus. Also wir sehen, auch das ist eine Art Karte, oder, mit Linien, die tiefen, dunklen Teile da, ist da, wo das Kristallin in der Tiefe verschwindet. Selbstverständlich haben wir nachher andere Decken, die da oben drauf Platz nehmen. Aber das ist die Form vom Armmassiv. Wenn man es in drei Dimensionen anschaut, hat auch eine ähnlich komplexe Form wie die Hauptüberschiebung selber. Das Gewölbe ist ungefähr am gleichen Ort und das ist sehr ähnlich. Das kann man erklären, wenn man die Entwicklung von der Hauptüberschiebung anschaut. Ich habe hier vier Zeitschemen gezeichnet, also der Urzustand, wo die Überschiebung hier nach Norden raufgegangen ist. Ich habe hier schematisch den Velucano gezeigt, der schon ein bisschen aufgeschoben ist. Hier. Also das ist etwa vor 30 Millionen Jahren. Vor 20 Millionen Jahren ist das noch weiter aufgeschoben worden. Und dann hat es da unten plötzlich angefangen, das Kristallin im Untergrund, dort wo dann später das Armmassiv ist, hat es dort angefangen, das Kristallin zusammendrücken und falten. Und die Faltung ist dann immer grösser geworden. Und zu dem Zeitpunkt hier ist eigentlich der Unterschied zwischen der tiefsten Stelle hier von diesem mesozoischen Kalk und der höchsten oben dran. Der Unterschied ist gleich groß, wie er heute ist, vor 10 Millionen Jahren. Was nachher im Wesentlichen passiert ist, ist, dass der Süden noch gehoben worden ist, relativ zum Norden. Also das Ganze gekippt worden ist, wegen der Erosion. Wir sehen, da sind viele Kilometer Gesteinssäule erodiert. Ich habe hier das Beninicum eingezeichnet, das oben drauf liegt. Und da ist das Beninicum bereits aberodiert. Wo ist das Zeug, das aberodiert ist? Mittelland und Polen, also Bayern und Süddeutschland. Und in Süddeutschland, aber auch im Mittelland bei uns, in der Molasse drin. Und das, was abgetragen worden ist zu diesen Zeiten, da vorne, da hat es auch mehr oben drauf gehabt als hier, das liegt in der Fliesch drin. Also die Fliesche kommen darauf noch zurück. Die Fliesche, das ist auch Abtragungsschutt von der werdenden Alpen und Molassengeschichten sind ebenfalls derartige Abtragungsschutt. Damit möchte ich auf das nächste Thema gehen, Aktuogeologie. Was läuft heute? Da gehen wir einmal zu den Topografen, die vermessen tun. Und die haben festgestellt, dass wir in der Schweiz gewisse Orte haben, die sich heben tun. Und wenn sie sich heben tun, dann muss man immer einen Referenzpunkt haben. Der Referenzpunkt ist jetzt da vorne bei Laufenburg. Laufenburg ist also, nehmen wir jetzt mal an, bleibt stabil. Und relativ zu Laufenburg hebt sich Chur etwa um 1,5 mm pro Jahr. Die ganze Schweiz hat so ein Muster, da im Wallis hinten ist es auch gross und dazwischen ist es weniger. 1,5 mm pro Jahr. Ich habe vorher gerade etwas gesagt von 10 Millionen Jahren. Gibt 15 Kilometer, oder? Wenn man es so weitermacht. Es geht also schnell. Ich habe hier die gleiche Karte einfach ein bisschen einfacher dargestellt. Das Maximum von Chur, Maximum vom Wallis und dann hat es auch im Engadin das Maximum. Und das geht weiter auch im benachbarten Ausland. Wir merken uns einmal, dass die Tektonik-Arena einen Ort hat, wo die Hebung relativ rasant geht. Danach haben wir aber auch Erdbeben. Und da habe ich zusammengetragen, all die Erdbeben, die geschichtlichen Erdbeben, die sicher Schäden gegeben haben. Und das sind grössere und kleinere, oder? Basel 1356 zum Beispiel hat ganz grosse Schäden gehabt. Und wir haben aber auch das Chur-Eis. Fatz, sagen wir jetzt. Früher hat man einmal Haldenstein gehabt. Also die Burgen von Haldenstein sind eingefallen. Das war ja irgend 1191 ist das Erdbeben gewesen. Es hat also verschiedenste Orte, wo es Schaden, Erdbeben gegeben hat. Wallis ist ja so ein Ort. Dann hat es derartig da vorne, nördlich von Liechtenstein und rund um Chur herum und im Engadin. Das sind die historischen Beben.
hat vielleicht auch dort, wo die Mönche nicht aufgezeigt haben. Das ist immer eine Frage, oder? Wer ist schon dort gewesen? Aus diesen historischen Erdbeben und den heute gemessenen kann man nachher auch ein Risiko berechnen. Das ist das, was der Schweizerische Erdbebendienst macht. Und dann haben wir hier die Hochrisikozonen im Wallis, wo wir eigentlich ein grösseres Erdbeben erwarten demnächst. Und Chur ist auch orange eingezeichnet. Dann hat es langweilige Gebiete im Gotthard und im Napf. Da habe ich die Erdbeben, die man aufgezeichnet hat. Also nicht die historischen, die man aufgezeichnet hat, wo man weiß, was sie für eine Magnitude haben. Ups. Und da seht ihr, da gibt es eine Häufung in Graubünden, es gibt eine Häufung im Wallis und dann die Häufung hier Wallersee und gegen Vorarlberg. Und das ist jetzt interessant. Der gelbe Fleck ist das, was sich hebt um mehr als einen Millimeter pro Jahr. Und ihr seht, da vorne hat es natürlich den Nullpunkt, oder? Da ist nichts. Und dann seht ihr, dass die Hebung rasch ansteigt, hier im Bereich vom Alpstein, vom Sentis oder im Vorarlberg. Und dort, wo es rasant ansteigt, heisst einfach, im Süden davon kommt es schneller, viel schneller hoch als im Norden davon. Also dort gibt es eine Relativbewegung, wo schneller ist als da im Vorland. Und dann ist es nicht verwundert, dass auch da genau Krachen tut und Erdbeben gibt. Genau das Gleiche hier im Wallis, im Gebiet von Ravil. Das sind hier die Kurven von gleicher Hebungsgeschwindigkeit auch ganz nah beieinander und entsprechend auch die Erdbebenaktivität, die viel höher ist in dem Gebiet. Also die rezente Hebung und Erdbeben, die zeigen etwas, ja? Kann man jetzt daraus schliessen, dass die rezente Hebung vor allem auf Kollision zurückzuführen ist und viel weniger auf die Soslasie, oder kann man da keine Zusammenhänge ziehen? Ich zeige das gerade. Also ein Querprofil, wo die Erdbeben jetzt eingezeichnet sind, in der Tiefe, da ist Krustenmantelgrenze. Im Vorland, Mittelland, da gibt es Erdbeben, die zwischen 0 und 30 km Tiefe sind. Die ganze Erdkruste bebt immer wieder. Und wenn wir in die Alpen reinkommen, dann sind es nur die oberen 12 km, wo es Erdbeben hat. Weiter unten hat es keine. Da im Süden hat es keine Punkte, aber das ist nicht, weil es keine Erdbeben gibt, sondern weil wir dort keine Daten haben, die vernünftig sind, also verlässliche Tiefen haben. Darum habe ich gerne nichts eingezeichnet. Aber das hier bedeutet doch, dass eigentlich die Kollision noch im Gang ist und dass der obere Teil von der Erdkruste, die oberen 12 Kilometer, dass die durch die Kollision, die jetzt noch geht, immer noch aktiv bewegt wird und das Erdbeben gibt. Die Konvergenzgeschwindigkeit zwischen Europa und Adria da ist relativ langsam. Es ist im Bereich von 1-2 Millimeter pro Jahr. Wenn man das vergleicht mit der Plattenbewegung in Südamerika zwischen dem Pazifik und den anderen, dort reden wir von 10 cm. Da haben wir also nur Millimeter, aber wenn wir in die Ostalpen gehen, in die Dolomiten, dort haben wir nachher auch plötzlich mehrere Millimeter von Konvergenzbewegungen zwischen Adria und Europa. Also die läuft noch und die Isostasie ist ein bisschen schwierig, oder? Wenn wir das Muster von der Hebung anschauen und die Form von der Moho, die Moho-Form ist wichtig, weil was über der Moho liegt, ist ein spezifisch leichteres Gestein als das, was darunter ist. Also wenn die Erdkruste in den Erdmantel hineingedrückt wird, dann gibt es eine Reaktion, wie wenn ihr einen aufblasenen Ballon ins Wasser reintun, dann nachher lupft es raus. Das ist Isostasie. Und die Isostasie, wenn man das Signal anschaut, was so ein isostatischer Ausgleich machen würde, gibt es einen anderen als das, was wir in der Hebung sehen. Also es ist mehr noch die Kollision, die läuft, wo die Erdbeben macht und die Hebung. Was ist mit dem Eis von der Eiszeit? Das hat ihr auch Tonnen Gewicht da mal. Das haben wir auch berechnet. Und das Muster vom Eis, Entlastung, also Skandinavien hebt sich ja noch schnell wegen dem Eispanzer, der abgeschmolzen ist. In den Alpen haben wir auch eine Bewegung gehabt und wir schätzen, dass die
in dem Bereich da relativ zum, also der Bonaduz, relativ zu, zum Bodensee, sicher etwa 20 Meter in Tiefe ist mit dem Gewicht der Gletscher. Und, aber auch dort, das Signal, das man erwartet vom Abschmelzen, hat eine viel größere Wellenlänge als das Signal, das wir hier effektiv sehen. Also es hat möglicherweise eine leichte Komponente drin, aber es ist nicht die grosse Komponente, die die Hebung erklären tut. Kleiner. Ja. Aktuogeologie ist nicht fertig. Als Geologe, wenn wir 500.000 Jahre nehmen, dann ist das heute Morgen. Jetzt gehen wir mal und gehen 500.000 Jahre zurück. Das ist ein Blick auf den Kunkelspass. Der Kunkelspass ist 1350 Meter. Und der kommt mit 1,5 mm pro Jahr rauf. Und wenn wir das 500.000 Jahre lang zurück machen, dann haben wir 750 Meter. Und dann ist der Kunkelspass etwa auf 600 Meter über Meer. Also die Gesteine, die heute am Kunkelspass an der Oberfläche anstehen. 600 Meter über Meer. Wenn ein Fluss geflossen ist von den Alpen raus ins Vorland, zu dieser Zeit ist die Entwässerung bereits durch, über Basel in die Nordsee gegangen. Wenn ich 2 Millionen Jahre weiter zurückgehe, dann wäre der Rhein bei Bodensee gerade nach Norden weiter und in Donau hin. Und dann haben wir ein anderes Regime. Aber vor 500.000 Jahren ist eigentlich im Unterlauf von der Rhein zu den Alpen raus, ist der Ur-Rhein, ist das etwa gleich hoch gewesen bei Basel wie jetzt. Das heisst, der Rhein, wenn der auf 600 Meter über Meer war, hat er das gleiche Gefälle wie der heutige. Das ist so ein Normalzustand. Aber der Normalzustand ist eben so, dass wir dort den Kunkelspass auf dieser Tiefe hatten. Wenn wir das Tal anschauen, das auf dem Kunkelspass runtergeht, sind wir auch schon durchgelaufen, haben wir schon den Fluss gesehen, wo das ausgebuddelt wird. Und der Görsbach. Das Bächli. Unmöglich, dass der Bach das Tal ausgerundet hat. Klar, sind Gletscher rein und haben sie ein bisschen ausgeweitet, aber nicht gross vertieft. Aber da ist ein grosser Fluss drüber reingefahren. Ja? Wieso ist nur das Tamina-Tal angehoben worden um die 700 Höhenmeter? Wieso Bonaduz nicht? Bonaduz ist sicher auch angehoben worden. Das ist klar. Ich zeige jetzt gerade, was heute noch passiert ist. Es ist hier der Ur-Rhein über rein geflossen. Wir haben den Vorderrhein, den Hinterrhein, der hier reinkommt, und der ist dazu mal über den heutigen Kunkelspass durchgegangen. Aber all das war natürlich auf 600 Meter über Meer dazu mal. Und die Spur da hinten, die ich bei Dusis zeichne, oder, die müsst ihr euch vorstellen, die ist auf 1400 Meter über Meer, oder? Also in der Höhe. Oder? Ich habe einfach die Spur, den Talverlauf einzeichnen. Entsprechend gibt es auch auf der Lenzer Heid die Julia, die höchstwahrscheinlich als Osterrhein dort oben ist und dann bei Chur reingekommen ist, und bei Bad Ragaz ist der Westrhein und der Osterrhein möglicherweise zusammengeflossen und dann nach Norden ausgeflossen. Und später, in diesen 500.000 Jahren, haben Seitenflüsse bei Reichenau, da hat es einen Pass gehabt zwischen Reichenau und Chur, und beim Ski hat es den Pass abgetragen. Das ist eigentlich ganz normal, denn die Strecke zwischen Reichenau und Chur, die kann man ins Oberland verfolgen und die kann man aber verfolgen bis auf Sargans. Da haben wir auf der Nordseite Kalk, wo sich nicht leicht abträgen lassen, und im Süden haben wir Bündnerschiefer, also Sandstein, Tonstein, die relativ verwitterungsanfällig sind. Und ein Fluss kann sich an einem solchen Kontakt viel besser einschneiden. Viele von den Flüssen, wenn wir es heute auf der Karte anschauen, gehen genau dem Kontakt entlang. Das ist eine Drohne vom Martigny-Ufer, da ins Goms, ins Urseratal, die Reuss, Furgen, Reuss, oder, wo nachher bis auf Andermatt geht. Und nachher der Rhein vom Oberalpass, aber immer in dem Kontakt. Das ist ganz normal. Also da haben wir eine gewaltige Umwälzung in der Topografie gehabt, innerhalb relativ kurzer Zeit.
Und wenn wir zurückgehen auf 10 Millionen Jahre, dann können wir uns gerne nicht vorstellen, was da oben für Täler waren, oder? Weil da 5 Kilometer Gestein abgetragen sind. Täler, Talverlauf, die sind diktiert worden von den Gesteinen, die dazumal dort an der Oberfläche waren. Und von denen haben wir nur noch Geröll im Mittelland. Oder? Das können wir nicht mehr rekonstruieren. So, jetzt nächste Kapitel, Landschaften. Schauen wir wieder mal auf Ventis. Mit dem Kalender Nordwand. Typisch die steilen Felswände, wo man aber, wenn man genau reinschaut, sieht man Schichtungen, wie etwa hier. Und wenn man das genau anschaut, Geologie reintut, dann sehen wir, dass hier die Kalk, Quinterkalk, die die Felswände machen, dass die 1, 2, 3, 4 Mal aufeinander sind. Das sind Überschiebungen unter der Hauptüberschiebung, wo die Kalk zusammengestaucht sind und aufeinander aufgestapelt sind. Und links sind da auch noch Kreidekalk mit dabei gewesen. Also wir haben normale Serien von Jura und Kreidekalk, die da einfach aufeinander aufgestapelt worden sind. Und darum haben wir das gewaltige Relief von Vettis von 1000 auf fast 3000 Meter, 2 Kilometer mächtiges Paket aus diesen repetierten Kalk. Und die Wand ist steil, wie es eben in der Kalk typisch ist. Jetzt schauen wir das Mühlital an, gegen den Pizzolufer. Und da sehen wir, das sieht wirklich ganz anders aus. Also hinten haben wir den Verrucano, der den Gipfel macht. Aber da die Serie hier, was ist da anders? Wir sehen eigentlich keine so schichtig drin, gross in denen da, aber wir sehen einen Haufen Runsen. Das erodiert ganz anders und viel rascher. Das ist Fleisch. Und der Fleisch, sollten wir uns mal anschauen, was denn eigentlich Fleisch ist. Das habe ich versprochen, ich dir erklären. Also zur Zeit, vor etwa 40 Millionen Jahren bis 30 Millionen Jahren, haben wir das Gebirge gehabt und wir haben eine Vorlandsenke gehabt. Die Senke, das ist eine Abtiefung, oder? Das war ein Meer, das am Nordrand vom Gebirge war, im Vorland vom Gebirge. Und die Senke ist entstanden, weil wir hier Überschiebungen hatten, wo uns die Decken aufgeschoben haben. Und die Decken, die hier aufgeschoben sind, die haben die Kruste oder die Platte, die darunter liegt, belastet. Oder? Man hat den Rucksack immer voller gemacht, man hat immer mehr drauf getan. Und die Last hat das ganze Paket abgedruckt. Also die Depression, die wir hier haben, die sind hier sicher übertrieben gezeichnet, aber die Depression, das Vorlandsenke, ist sicher zum Teil durch die Überlast, die durch die tektonische Aufeinanderstapelung von Krustenteilen passiert ist. Die Überlast. Und dann sind die Flüsse raus, haben das Gebirge abgetragen und haben den Sand da vorne abgelagert, am Meeresbecken, an dem Rand. Aber das Meeresbecken, der Rand vom Meer dort, der ist ziemlich steil gewesen. Da ist es steil oben runter, weil da laufend wieder Überschiebungen die Topografie versteilt haben. Das Zeug ist aufgekommen, oder? Und der Sand ist oben drauf gewesen. Und dann haben die Überschiebungen auch ein Erdbeben gehabt. Ich habe da einfach zwei Stellvertreter eingezeichnet. Und bei so einem Erdbeben ist es eben möglich, dass nachher eine Schlammlawine ausgelöst wird und hier in die Tiefe runtergeht. Passiert im Vierwaldstättersee. Schlammlawinen, die runter sind und gehörige Tsunami ausgelöst haben. In Luzern hat man zeitweise können, trockenen Fußes übertreuen beim Ausfluss, weil das ganze Wasser weiter hinten war und nach einer Stunde ist es wieder gekommen und dann ist es wieder hintergegangen. Also das sind Erdbeben, die derartige Schlammlawinen auslösen, die ganz rasante, also richtige Unterwasserlawinen sind, die dann weit in das Fleischbecken hineingehen. Und die Schlammlawinen, die nehmen Sand mit und Ton mit. Und zuerst wird der Sand abgelagert. Das ist der, wo man am wenigsten gut transportieren kann. Und der Ton, der schwebt noch, der kommt nachher oben drauf. Und dann gibt das abfolgende, also das passiert dann auch x hundertfach. Und wenn man Glück hat, sieht man das, wie hier auf der Weicheler Alp. Das ist ein Fleischaufschluss. Und da sieht man jetzt, dass es einzelne Sandsteinbänke hat und dazwischen Tonbänke. Und das repetiert sich da auch mehrfach. Im Mühlital sind die Sandsteine nicht so deutlich ausgebildet. Die ganzen sind verfaltet worden. Darum sehen wir
dort in dem Friest keine richtige Struktur. Da haben wir lokal eine einfache Struktur, sodass wir das sehen können. Das ist der, zum Begriff Fleisch. Jetzt gibt es aber Fleisch und Fleisch. Da schauen wir ins Kalfeisental hinein, da unten im Gigerwald. Wiederum die steile Felswand auf beiden Seiten. Das ist, früher hat man gemeint, die Täler da, die sind die entstanden, weil die Erdkruste gespalten hat, Brüche hat und dass das so eine Art ein Spalt wäre, die aufgegangen ist, also Spaltentäler. Da sind wir natürlich heute weit davon weg, aber wir sehen, dass die Kalkwände auf beiden Seiten wahnsinnige steile Wände machen. Wenn wir jetzt hier Geologie rein tun, dann sehen wir, dass da hinten dran im Hintergrund, hinter St. Martin, da haben wir andere Wände, die nicht so steil sind, so steile Felswände. Das ist ein Fleisch, ein Sardonenfleisch, der da oben drauf liegt. Der Jurakalk und Kreidekalk, die wir hier haben, über Fettis, die haben oben drauf auch Eozäne Gesteine oder die in den Fleisch reingehen. Die sind an Ort und Stelle darauf abgelagert worden. Aber der Kontakt, den ich hier rot, sind Überschiebungen, immer. Und da habe ich einen schwarzen Kontakt. Das ist dort, wo der Sardonenfleisch auf dem nordhelvetischen Fleisch drauf liegt. Das ist eine Überschiebung, die ganz früh passiert ist. Bevor die Hauptüberschiebung losgegangen ist, ist da aus dem Süden ein Fleischpaket gekommen und hat einfach den Fleisch, den nordhelvetischen Fleisch, über dem Armmassiv zugedeckt. Und der nordhelvetische Fleisch, der hat sich nachher verhalten, als ob er das jüngste Schichtglied wäre und ist dann von den jüngeren Überschiebungen auch überschoben worden. Also da die alte Überschiebung mit dem Sardonenfleisch oben drauf, und der ist dann überschoben worden von dem Kreidekalk und von dem nordhelvetischen Fleisch. Also Fleisch aus verschiedenen Gegenden von der Paläoalpen, die da aufeinander aufgestapelt sind. Ich habe eine Frage zum Kalfeisental. Ja. Es hat ja verschiedene Schichten im Kalfeisental. Oder? Das ist mal über der Fleisch. Und dann kommen Leute die knallharten Bänke, die zwischen denen sind. Ja. Woher kommt denn der? Also die knallharten Bänke, die im Sardonenfleisch drin sind, das sind Quarzit, Sandsteinbänke. Das ist eine Schüttung, wo es einmal einfach reiner Sand zusammengeschwemmt hat. Und der ist metamorph verwachen und die sind pickelhart, oder? Aber nur auf dem Quarzanteil? Ja. Zum Teil nennt man sie Ölquarzit. Oder weil sie so ölig sind, mal. Aber sie sind einfach pickelhart, oder? Ja. Kann man sagen, Sardonenfleisch ist ein bisschen jünger als der helvetische Fleisch? Nein, er ist älter. Er ist ja schon ein Fleisch gewesen und ist dann auf der Nordhelvetisch aufgeschoben worden. Ich habe eine Frage noch da. Nordhelvetischer Fleisch und Sardonenfleisch. Wenn man von Weiss dann nach hinten geht, gegen Patöni, dann kommt man auch in verschiedene Fleisch hinein. Und man kann ja die Unterschiede auch erkennen. Aufgrund von, zum Teil hat es auch präziöse Sachen. Also, wie ist jetzt der Sardonenfleisch von der Herkunft? Ist das eher vom Teil vom Beninicum oder vom Ostalpin? Oder nicht Ostalpin. Beninicum. Aber Beninicum. Also Grenze Helvetikum, Beninicum. Und der Nordhelvetisch ist eher vom Helvetikum. Ja. Also so kann man sich auch ein bisschen. Man kann sie auseinander einstufen. Ja. Entsprechend kann man, wenn man ein bisschen Übung hat, auch wenn man den Fleisch anschaut, sagen, aha, der ist anders, der muss von woanders herkommen. Wobei, man muss immer, Fleisch muss man eine ganze Abfolge anschauen. Man kann nicht einen Stein nehmen und sagen, aha, du bist ein Sardonenfleisch. Man muss eben die Bänke sehen und wie die drin sind, oder? Man muss die Abfolge sehen, dass man es da reintun kann. Aber, eine geschwinde Frage von Frau Weisertal, wenn wir aber da drin sind. Im Verrucano, aber es gibt ja dort den grünen Verrucano, ja. Sardonenring und Spitzen, oder? Ja. Und da gibt es die runden Pöli, oder? Im Verrucano, und da hat er so grüne Glasur oben drauf. Nicht bekannt. Die runden Pöli sind von wo? Die sind zuoberst oben im Sardon, ganz oben. Also Grüll, die ausgezogen sind. Ja, aber sie
die sind rund. Und mir ist einfach nicht klar, warum kann der. Aber sind, wenn man sie aneinander hält, sind sie einwendige so rostbraun? Sie können fast weiß sein, fast hell sein, können aber auch rostbraun sein. Ja. Und dann kommen dann eben die Geoden, oder, wo drei drin sind. Die? Geoden. Geoden, ja. Also Geoden, die die Kugeln. Die Kugeln, ja. Ja. Das sind zum Teil sind das höchstwahrscheinlich Bodenbildungsprozesse, die im Verrucano stattgefunden haben. Also Carbonat mit Mangan und weiss der Teufel was und Eisen, was drinnen ist, wo sich bildet hat im Verrucano drinnen und die Konkretionen sind nachher wieder Deformationen zum Teil ausgezogen worden. Zum Teil sind sie dann so, wie soll ich sagen, so schildförmig, oder? Und die kommen sehr oft kommen sie in so einem Horizont drinnen vor. Also wenn man geht Ski fahren und auf die Lasialen raufgeht, kurz vor dem Akku und wenn man rechts raus schaut, dort hat es einen Horizont, der voll ist von denen. Ja. Darunter hat es nichts, darüber hat es auch nichts. Aber nochmal zu dieser grünen Schicht, oder zu dieser Glasur, die oben drauf ist. Ich habe die dort drauf entstanden, dass irgendwie, ich habe mal ein Buch gelesen, das könnte von einem Vulkanauswurf sein, wo dann Deschen einfach versteinert ist oben drauf, oder? Also der Verrucano hat vulkanische Gesteine rein. Jetzt Bomben weiß ich nicht, dass man schon drin gefunden hat, aber ich müsste die sehen, um genauer zu sagen. Einfach was grün ist, oder? Das ist der Chlorid, wo das Schichtsilikat ist meistens, oder? Wo dann auch mit der Deformation einfach so blättrig ist und ganz glatt. Ganz dünne Schicht. Ja. Aber zum sicher beantworten müsste es sehen. Oder muss ein Stein ja. Sehen. Holen wir mal den Namen. Das ist aber pressierend. Jetzt die Landschaften werden auch von den Gletschern gestaltet. Wir schauen hier auf ein Gebiet, das wir auch kennen. Ich würde gerne zeigen, wo es ist. Und jetzt schauen wir das an, wie das vor 10'000 Jahren ausgesehen hat. Da haben wir aus Ardonen einen Gletscher, der runtergekommen ist. Vom Martinsloch einer, der da unten rausgekommen ist. Also die Gletscher haben eigentlich die Form der Täler gemacht, oder, dass wir hier eine Karbildung haben und hier ebenfalls eine Karbildung. Die Kar sind ganz typische glaziale Formen. Die schönsten für mich sind hinten am Biferten Stock. Also sind wir fast noch weiter als der Kiste passen. Aber hier sieht man, da hat es noch einen schäbigen Rest vom Gletscher, da hat es auch noch einen schäbigen Rest. Aber das sind wunderbare Karformen von den Gletscherbildern. Und jetzt das Wasser. Jetzt schauen wir hier nach Süden auf der Sardone im Fleisch. Das Wasser, das hier wirklich freie Hand hat und kleine Runzen macht oben. Und die Runzen vereinigen sich und werden tiefer gegen unten. Warum? Weil immer mehr Wasser zusammenkommt, ist auch die Erosionskraft grösser und dann werden die Runzen immer tiefer. Und am Schluss haben wir ein Krauchtal oder irgendein anderes Tal, das sich daraus bildet. Also das Wasser im Fleisch drin sieht man wunderbar. Es hat natürlich auch Schutt, wo ohne Wasser oben runterkommt zum Teil, aber nachher sofort die Murgänge, die da durchgehen. Und Wasser, das sehr effizient ist, um so einen Fleischberg abzutragen. In geologischer Zeit. Und für die Altwirtschaft auch in humaner Zeit. Aber das Wasser kann auch schleichend sein. Das ist auf dem Casons, eine Doline. Also Lösung, wo nachher das Wasser einfach in der Tiefe unten verschwinden tut. Auf dem Galander, Felsberger und der Winserelbli müssen Schnee, geschmolzenen Schnee speichern, damit das Vieh im Sommer etwas zu trinken hat. Weil das Wasser dort oben, es gibt keine Quelle, es geht alles in den Berg hinein. Die Gletscher oder die Strudeltöpfe, da möchte ich einfach ein Mythos abschiessen. Vielmal haben die so einen Stein drin, oder? Und dann sagt man, ja, das Wasser, das durch ist, hat den Stein herumgerugelt und der Stein, der herumgerugelt, macht die Löcher. Kabis. Der Stein ist nachher reingefallen, der fällt natürlich schnell in ein Loch rein. Es langt, wenn wir hinten dran Verrucano mit Quarz haben und die Quarzkörnchen, die mit dem Wasser runter können, die reiben das ohne weiteres aus.
sind gleich schön. Kein Gletscher. Nein, auch nicht. So, jetzt kommen wir auf Bergstürze zum Schluss. Da schauen wir aber auf Bonaduz. Und wir sehen bei Reichenau hier die bewaldeten Rücken auf beiden Seiten. Da ist der sogenannte Taminserbergsturz oben runter. Ich habe ihn hier eingezeichnet. Der ist aber, hat sich hier ein bisschen verbreitert. Da hinten hat es Dummes. Hinter die Dummen, also Dummen, das sind die Hügel, die zum Boden raus schauen. Normalerweise sagt man Hügel auf Deutsch, aber hier heißen es Dummen. Das sind die Städte der Welt, wo die dumme Landschaft geboren worden ist. Leider ist bei den vielen Geografiebüchern die Homa-Landschaft geschrieben. Also sie haben die Transkription vom Emser-Romanisch nicht gut gemacht. Das ist dumme, sagen wir denen. Also die schauen oben raus, sie sehen schön rund aus, sind es aber überhaupt nicht. Es ist nur die Vegetation, die das so abrunden tut. Und die, die da sind, das ist ein Teil vom Bergsturz. Der Bergsturz ist also an der Gegenhang aufgeprallt. Und ein Teil ist abgeflossen Richtung Chur und ein Teil ist da Richtung Hinterrhein reingegangen. Und der Bergsturz hat hier einen See gemacht, das ist der Bonaduzer See. Der Flimser Bergsturz war hier noch nie mehr gewesen. Der war noch am Flimserstein oben gewesen. Der See ist wahrscheinlich bis auf Eilandshinder gegangen. Und dann ist später, vor 9360 Jahren, ist der Flimser Bergsturz in den See, in die Seeablagerung. Und die Seeablagerungen, die sind voller Wasser gewesen. Und wenn so ein Impact von so einer riesen Masse in so ein Sediment hineingeht, dann wird das total verflüssigt. Und dann ist die Seefüllung zu einem Brei geworden. Dem sagen wir heute Bonaduzer-Formation. Und der Brei ist hier ins Domlesk hinteri bis auf die Usis. Und da vorne haben wir auch gewisse Reste, von denen noch da ist. Und der Flimser Bergsturz ist bis fast auf Bonaduz führen gekommen. Das hier ist die Abrissnische vom Bergsturz von Kunkels, wo er hier drauf ist. Das sieht man wunderbar. Das ist ein Nachsturz, der vor etwa 20 Jahren haben ist. Danach ist etwas interessant und das ist, Ems hat noch weitere Tummes, die da weiter unten sind und die gehen raus bis auf Chur. Die Tummes, die sind nicht vom Bergsturz direkt. Nachdem der Flimserbergsturz unten war, hat es einen Eilandsersee gegeben. Und der Eilandsersee, der ist schon mal ausgebrochen in mehreren Phasen, zeigen euch das noch. Aber der Ausbruch und vor allem auch die Bonaduz-Formation hat möglicherweise bei Reichenau da die Bresche durch den Taminserbergsturz durchgeschlagen. Und dann ist das, was da mal der Riegel gemacht hat, an Bergsturzmaterial, hat es einfach rausgespült und da verteilt und zum Teil ist das raus bis auf Chur. Und der Schwall ist aber bis im Bodensee. Denn die Forscher, die den Bodensee angeschaut haben und die Sedimente angeschaut haben, die haben gesehen, wir haben hier so mindestens zwei Katastrophenereignisse, wo wir im Bodensee plötzlich in den Sand drin, plötzlich so grobes Zeugs drin haben, da ist irgendetwas, das was passiert. Und dann haben sie es datiert. 9350 Jahre. Also die 50, oder, das hat das Plus Minus. Aber es ist genau gleichzeitig wie der Flimser Bergsturz. Also der Schwall, der da raus ist, der ist bis abend an den Bodensee. Da sehen wir den Durchbruch. Wir machen dann heute vielleicht einen Stopp da und dann sehen wir die steile Wand auf dieser Seite und die steile da und dann ist das Zeug da, das Tal ab. Und da hinten, bei Reichenau, haben wir die Bonaduz Schotter, habe ich hier noch geschrieben, wie man es früher gesagt hat. Es ist ein Kies. Aber wir sagen jetzt einfach eine Bonaduz-Formation. Also der Brei, der sich hier gebildet hat und natürlich heute sehr gutes Material ist zum Abbauen. Landschaft, Bergsturz, Flims, wenn man hineinschaut, typisch. Die unruhige Topografie und dann einfach noch die Ruinalte, die er nachher reingeschnitten hat, also etwas Spezielles. Aber auch ohne Ruinalte hat man überall so die rundlichen Kuppen und dann wieder Löcher. Das ist ganz typisch für Bergsturz. Der Bergsturz ist auch oben, ist hier zum Teil ins Afiatal rein ein Stück, ist gegen Nilans raus und ist hier gegen Bonaduz führen gegangen. Nachher haben wir noch einen Nachsturz bei Bargis, der ist auf den Flimser draufgeht und der historisch hier im Zweiten Weltkrieg bei Fidazzo, der ist auch runtergekommen bis etwa da unten.
Dann die Ruin Alta. Man sagt jemand einmal der Grand Canyon von Graubünden. Das ist auch, also sagen das bitte nicht. In der Geologie, ein Canyon ist eine Schlucht, wo horizontale Schichten hat. Hat es hier nicht. Hat es überhaupt nicht. Das ist einfach, das ist eine Schlucht. Was ganz schön ist an dieser Schlucht, ist... Was ganz schön ist, ist, dass der Rhein hier so durchmeandriert. Das ist eigentlich komisch, dass der Rhein das Gefühl hat, er müsse meandrieren. In einer richtigen Schlucht geht er einmal 5 Grad durch. Also der Rhein hat hier schon einmal abgetüft und nachher ist er zufrieden gewesen und nicht mehr gewusst, ob er links oder rechts soll. Und dann gibt es eben so hier die Meander. Und die Meander sind aber immer noch aktiv. Ihr seht überall, wenn ihr von oben runter schaut, irgendwo, da, der Rhein prallt hier an den Hang her. Wir sagen dem Prallhang. Der erodiert immer noch. Der rechte Spann kann ein Lied davon singen und entsprechend kann die Vegetation hier nicht Fuß fassen. Dann, wenn wir weiter rausgehen, prallt er auf diese Seite her, hat es hier keine Vegetation, hier prallt er her, da hinten prallt er her, da vorne prallt er her. Also die Prallhänge sind genau die, wo wir die Felsen haben, wo der Wald nicht Fuß fassen kann. Danach, wenn wir das Material selber anschauen, hat es verschiedene Arten von Material. Eines ist das hier typisch. Das ist wir sagen immer Kataklasit oder eine Brektia. Das ist einfach total zerbrochener Quinterkalk. Der hat in kleinen und größeren Stückchen und die schwimmen zum Teil in einer Pulver drin, in einem eigentlichen Gesteinsmehl. Lokal hat es nur Gesteinsmehl, lokal hat es mehr Blöcke und kleinere und größere Blöcke. Das ist sehr unterschiedlich. Die größeren Blöcke hier, die machen dann, dass es etwa so dertig Erdpyramide gibt, wie man denen im Wallis sägen würde. Da hat es auch einen grossen Block, der schützt auch das unten dran vor Erosion. Aber sonst erodiert sich das Zeug natürlich wahnsinnig einfach. Aber der Rhein hat in 9000 Jahren hat er da sich 300 Meter eingeschnitten. Das ist gleiche Leistung, das ist schnell gegangen. Wenn man oben durch den Wald durchläuft, also zum Beispiel zwischen Christensee und Gaumensee, dann sieht man in dem Wald plötzlich riesen Blöcke. Da hat es einen, da hat es einen und dazwischen hat es Löcher. Das ist die alte Bergsturzlandschaft, wo einfach oben drauf hat sehr oft grosse Blöcke, die so wie umgetrollt sind. Aber der untere Teil, der ist kompakt geblieben und der hat es einfach an Ort und Stelle zertrümmert. Da schauen wir auf Bonaduz aber jetzt von der Luftseilbahn von Feldis. Da hat es Bonaduz-Formation, also das ganze Dorf liegt hier auf diesen mobilisierten Sediment oben drauf. Und da hat es nachher Hügel, die aus Gestein bestehen, also Bergsturz, der dahinter ist, jetzt Domlesk. Es war immer eine grosse Frage, die Bergsturztrümmer, die gehen hinter, bis hinter Rotenbrunnen, bis Rodelsrealto. Dort hat man auch noch solche Bergsturzreste. Und die Frage war immer, wenn man es auf einer Karte anschaut, ist jetzt das vom Klimser, der dahinter ist, oder ist es vom Taminser? Ich vermute, dass das Taminser-Bergsturzmaterial ist, das hier in der Nähe von Bonaduz abgelagert ist und dann nachher beim Hinfahren vom Klimser-Bergsturz von dem Gesteinsbrei mit reingeschleppt worden ist ins Domlesk, wie auch gegen Ems die Tummen, die dort rausgegangen sind. So sieht die Bonaduz-Formation aus. Das ist wirklich wunderbares Gestein. Einfach keine Schichtung drin, nichts, aber alles so schöne runde Pöllerli. Und wenn man die anschaut, dann sieht man, dass es Kristallin und Sediment drin hat. Mit denen kann man sagen, dass in Bonaduz sowohl der hintere reingeschüttet hat, wie auch der vordere. Das ist ein Unterschied zu dem hier. Das ist eine Aufnahme, die gerade ist, wenn man von Bonaduz hintere geht, ins versammelte Obel, bevor man zum ersten schönen Ausblick kommt. Wenn man dort in den Wald runter geht, hat es so einen Aris. Und im Aris sieht man das hier. Da hat es so Schnüre von gröberen Komponenten und dazwischen hat es auch Schotter und also Kies- und Sandfraktion. Das ist ein Sediment, wo das Wasser etwas dazu hat. Das ist ein Ausbruchsediment vom Ilanzersee. Der Ilanzersee,
der hat sich relativ schnell gefüllt. Wenn man so schaut, wenn man abschätzt, wie hoch als der Barriere war, ist das in ein, zwei Jahren ist der See voll gewesen, und dann hat er angefangen zu überfließen am tiefsten Ort. Und danach schnitt er sich ein und dann plötzlich kommt ein Haufen Wasser nach, dann ist wieder ruhig eine Weile und dann kommt wieder das nächste. Also das sind so Ausbruchsedimente. Und da schauen wir durch auf die andere Seite, auf Ransun. Ransun ist die Ebene, seht ihr da, wie die Bäume schön gerade da oben drauf sind. Das ist eine Schwemmebene. Wenn ihr dort drinnen rumlaufen in dem Wald, dann seht ihr, da hat es so, da ist ein Graben und dort hat es einen Stein und da ist ein Graben. Das sieht dann im Metermaß, 10 Meter Maßstab nicht so schön flächig aus, wie es da von weitem aussieht. Da bin ich zu unterstrahlen, mal schauen, dann seht ihr, da hat es Kies. Und dann steht der da oben drauf, der liegt da oben drauf. Also die Sedimente, die im Ransun so das Ganze flach machen, das sind auch so Schlammströme, wo also eigentlich von der Erosion her ist es flach gemacht worden, aber das Wasser, das ausgeflossen ist, hat auch Gröll liegen lassen. Und wie es zu und her gegangen ist, zeigt der Block. Oder? Zum den bewegen braucht es einen Haufen Wasser und einen Haufen Schlamm. Also das sind katastrophenartige Ausbrüche gewesen, wo vielleicht bei Reichenau auch der Ausbruch dort, der Durchbruch noch weiter vertieft haben und eben vielleicht bis in den Bodensee runtergegangen sind. Aber Ransun und Zaut, das sind ja mal gemeinsame Ebene. Ransun und was? Und Zaut, die sind praktisch gleich hoch. Ich bin dran mal analysieren, wer wo was zusammengeht. Das hat verschiedene Niveau. Mehrere Niveau. Können ja mit dem Wintersturz sein, von vorher, dass die nachher auf dort hingeblieben sind. Ja. Der liegt auf Gröll. Der ist nicht. Das Gröll kannst du nicht unten rein tun. Der ist, der ist. Hat der Flembach hat der nicht so eine Auswirkung gehabt, um so grosse Schwimmebene machen? Ja, der Flembach, nein, wenn man die Schlucht anschaut, der ist einfach eingeschnitten in das dort. Dort sieht man es nicht so. Das ist bei der Ruine Wackenau. Dort hat es auch so ein tiefes Niveau von einer so einer Ebene, wo man auch die Ausbruchsedimente sieht. Das altes Flussbett. Und wenn wir den Spaziergang machen, das hier ist zwischen der Versamt und Fallandas, dann sieht man etwa an der Wand oben 20 Meter über dem Rhein der Schnür von Konglomerat, unverfestigten Konglomerat. Das ist ein alter Talboot, das ist eine Frage. All die Schwemmebenen, die Blöcke, die hier angekommen sind, sind die vom Ausbruch vom Ilanzer Stausee, ist das richtig verstanden? Ja, ja. Also da, der Gröllhorizont hat es auf verschiedenen Stufen und wir sehen, wie sich das langsam eingefressen hat, ja. Und ganz schnell nochmal zu dem Ausbruch, hat es da Flutwellen gegeben, kleine Tsunamis, wie hoch sind die gewesen? Das kann ich nicht sagen. Man kann sehen wir da am Rand irgendwo? Nein. Keine Chance. Du siehst nur im Gländmodell, siehst du die Rinnen, die es hat, verschiedenste Rinnen, also dass da Wasser in allen möglichen und unmöglichen Richtungen abgeflossen ist. Eine Frage an diesen Dings, wegen diesen Ilanzersee-Ausbrüchen. Ich könnte mir das eben auch vorstellen, dass eigentlich das auch eine sukzessive Erosion eigentlich vom Vorderrhein war und dann hat man Flanken nachgebrüht, wo dann eben die groben Komponenten auch runtergebracht haben. Gehen wir mal auf den Sonn. Schau mal, wo du den Block herholen kannst für Seiten. Hat es nichts. Und den Sturz selber? Also ja. Aus der Bergsturzmasse raus? Ja, aber die Bergsturzmasse dort ist relativ seichte Oberfläche. Da kannst du den nicht oben runtertrollen lassen. Von hinten, dass der Maurereignis mehr hat, wo er von hinten mitgenommen hat. Auf die Flankenrücke zurückgeht. Ja, also die Einkerbung, oder? Die hat das Zeug rausgebracht. Einverstanden, ja. Aber es sind nicht unbedingt Seeausbrüche, sondern eigentlich Maurereignis, wo durch Flankenrücke das Material geliefert worden ist. Also die Bresche, die es langsam reingeschlagen hat, da hat sicher von der Seite ist es reingekippt, oder? Und nachher, das Wasser hat es nachher mit rausgenommen. Ja. Aber die Auflösung haben wir nicht zum Sagen, weißt du, das Einzelereignis da oder dort, oder? Das müssen wir probieren zu datieren. Das ist das Geländemodell. Wir sind hier zu Poradutz. Das ist Ransun. Wenn man reinzoomt, sieht man, dass es hier die verschiedenen Kanäle drin hat. Das hier ist Dabi, der liegt ein bisschen tiefer. Ransun und das hier liegt etwa gleich hoch. Da hat es auch so derartig. Wie soll ich sagen? Man sieht, dass da
Rinnen hat, die da hinten durch sind, und es hat Rinnen, die da bei Bonaduz runtergehen. Und man sieht, dass die Bonaduz-Formation zerschnitten worden ist. Landschaften, habe ich gesagt, mit Bergstürzen, und ihr seht, wenn wir in dem Gebiet sind, dann ist alles beieinander. Wir haben super Landschaften mit den Kalkbergen, wir haben die Hauptüberschiebung drin und wir haben auch den Bergsturz mit der spektakulären Ruinaute. Das ist wirklich, wir haben alles an einem Haufen. Wenn ihr mehr darüber lesen wollt, mal, auch so vom Rest der Schweiz, ich habe ein Buch gerade im Druck jetzt, das ist der Deckel, den habe ich seit gestern. Landschaften und Geologie der Schweiz wird im Januar gedruckt, also die Druckerei ist gemietet. Es sind etwa 350 Seiten beim Hauptverlag. Ich möchte jetzt hier schliessen, und wenn ihr noch Fragen habt, bin ich natürlich selbstverständlich bereit, sie beantworten.